Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Sweet Amoris Halloween 2018. Wir sind mittlerweile bei Tag 10 und Aufgabe 10 angekommen und wir treffen mal wieder einen anderen Charakter als Rosa. Diesmal ist es allerdings nicht Alexi, sondern Chani. Und ja, hören wir uns doch einfach mal an, was Chani so zu sagen hat. Ich habe gehört, dass Rosa Halloween-Kostüme macht. Vollkommen verrückt. Ja, ich habe ihr sogar bei dieser gefährlichen Mission geholfen. Wirklich? Ich bin zwar nicht die beste Näherin, aber ich habe schon ganz gute Grundlagen. Glaubst du, ich könnte ihr meine Hilfe auch anbieten? Natürlich, geh einfach zu ihr. Ich bin mir sicher, sie würde sich über zusätzliche Hilfe freuen. Oder warum nicht? Wenn du willst, gehen wir gemeinsam zu ihr und fragen sie. Oder ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ja, das jetzt grundsätzlich abzulehnen, finde ich irgendwie doof. Also ich glaube auch nicht, dass das richtig ist. Geh einfach zu ihr. Ja, ich glaube, sie würde sich über zusätzliche Hilfe freuen. Allerdings, wir sind ja jetzt ja in Episode 6 hier bei Campusleben angekommen und ich habe jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl, dass Chani und Rosa schon die besten Freunde sind. Also ich würde jetzt eher auf B gehen und sagen, okay, dann gehen wir zusammen hin. Ja, nehme ich jetzt auch einfach mal. Oh, es ist richtig. Super, ich freue mich schon, durch Rosas Werke meinen dunkelsten Fantasien Gestalt verleihen zu können. Okay. Je länger wir darüber reden, desto mehr denke ich, dass das eine gute Idee ist. Na dann los, wir haben 2 Stunden Leerlauf, die müssen wir nutzen. Wir gingen umgehend zu Rosa. Mir mit den Kostümen helfen? Na, warum nicht, Chani? Du kannst mir natürlich auch gerne helfen, Wuli, aber du weißt ja, dass du hier immer willkommen bist. Wir machten uns also alle drei an die Arbeit. Rosa zeigte uns, was sie bisher geschafft hatte, und es stellte sich heraus, dass Chani originelle und ziemlich gute Ideen hatte. Was mich anging, so hatte ich den Eindruck, eher als moralische Unterstützung zu dienen. Und da Rosa bereits daran gewohnt war, heißt es nicht gewöhnt, egal, belohnte sie uns mit den Kostümteilen, die sie zusätzlich angefertigt hatte. Oh, cool, endlich die Strümpfe. Ich freue mich. Scheiße, ist das jetzt eine schwere Entscheidung? Okay. Ja gut, die einzigen, die von der Farbgebung her passen würden, sind wieder die beiden, ne? Ich weiß nicht, wie die Schuhe dazu aussehen werden. Aber ich glaube, mir gefallen die weißen besser. Ja. Ich glaube, ich nehme jetzt hier mal die Weißen. Ach, wir haben die Schuhe ja schon. Wie dumm von mir. Ja, in der Kombi hätten die Roten wahrscheinlich besser ausgesehen. Ach, scheiß drauf. Oh, und wir komplettieren das Catwoman-Kostüm. Die Hose. Wäre jetzt reichlich dämlich von mir, jetzt irgendeine andere Farbe als schwarz zu nehmen. Das konntet ihr euch sicherlich schon denken. Deswegen Catwoman beendet. Hiermit komplett in schwarz. Oh, was ist das? Herzlichen Glückwunsch, das Outfit Catgirl ist jetzt vollständig. Was würdest du zu einer Perücke sagen, um deinen Look noch abzurunden? Das hatte ich jetzt so gar nicht mehr erwartet. Wie cool ist das denn? Ja, Leute, also mittlerweile solltet ihr gemerkt haben, ich habe immer rote Haare. Wobei ich jetzt auch nicht abgeneigt bin, irgendwas anderes zu nehmen. Hier würde ich jetzt ausnahmsweise mal nicht auf schwarz gehen. Das Blond gefällt mir nicht. Die auch nicht so gut. Das finde ich recht langweilig, wenn ich ehrlich bin. Das auch. Weiß, lila oder mein Rot. Ja, ich glaube, ich bleib mir treu und bleib bei dem Roten, auch wenn mir das Lila echt gut gefällt, aber ja.
Cool. Ich habe echt nicht erwartet, dass es Perücken hierbei geben wird. Sehr cool, Leute. Guckt euch das an. Catwoman haben wir abgeschlossen. Dann gibt es bei den anderen bestimmt auch noch Perücken. Oder zumindest hoffe ich das. Wäre schon cool. Dann freue ich mich umso mehr drauf. Und ja, wir haben noch 3 Tage. Das wäre hier theoretisch, wenn man rechnet, nach 2 Tagen schon zu Ende. Wir haben noch 11, 12 und 13 offen. Okay, ich warte einfach der Dinge, die da kommen. Und dann sage ich für heute auch mal wieder, hier ist unser letzter Stand und wir sehen uns dann bei Tag 11 wieder. Also Leute, ciao, ciao.